Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir jagen hier einen Koch. Mann, wir knallen da draußen rein. Der Koch ist scheinbar schon wieder am Kochen. Also kocht er sie mit dem Feuer! Brennt! Brennt im Lichte des Vaters! Ja. Opfert die Schwachen! Reinigt eure Seelen mit Gottes rechtschaffener Flamme! Ich glaube, wir haben seine Aufmerksamkeit erregt. Mist. Aha. Stück Scheiße hätte einen schlimmeren Tod verdient gehabt. Das ist allerdings wahr. Patsch hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Naja. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt... Ich weiß nicht, was... Was soll ich denn jetzt tun? Patsch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn... Also, wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Kein Problem. Tja, das versuchen wir nicht nochmal. Naja, vor allem brauchen sie wohl einen neuen Koch. Haben wir, glaube ich, alle. Granaten. Nimm sicher zu gehen. Sieht irgendwie nach einem Bär aus. Hey Amigos, ich bin's Hög. Schön, dass Hög auch da ist. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wow. Hey, wahnsinnig. Okay, gut zu wissen, dass man vielleicht nicht einfach mit dem Auto den Hügel runterfährt. Wow, das sieht schön aus. Wann ist die Spielegrafik endlich so? Wobei, wenn man die Spielegrafik so wäre, dann würde man nichts mehr sehen. Wieso dich da ein Raubtier im Wald erkennen, das mich beobachtet und nur auf den Sprung wartet? Können wir auch anders schnell reisen? Ja, gehen wir zum Sägewerk. Da.
Ja, zu zweit war das Ganze deutlich einfacher. Ein Sniper in hoher Position und einer mit einer schallgedämpften Desert irgendwie, der sich reinschleicht und alle markiert. Vielleicht nehmen wir doch lieber einen Fahrbahnuntersatz. Treffen ist gar nicht so einfach. Es war einmal einfacher. Genau, die Waffen gibt es mit der Zeit. Wie fahren wir überhaupt? Esel noch. Schön da bleiben, ja. Ich bin eingeparkt. Was ist das da jetzt? Das sieht auf der Karte immer größer aus, als es eigentlich ist. Ja, okay, dann nicht sie weg hier, nicht sie weg hier. Damit hat sich das mit Schleichen erstmal erledigt. Keine Panik, Hilfe ist unterwegs! Alter. Gibt's mir irgendeine höher gelegene Position, dass ich auch was sehe? Kaputt gemacht. Hilf mir jemand! Ja, keiner sollte das. Darfst du aber nicht immer vermeiden. Da ist ein Flugplatz mit Flugzeugen und so. Ich würde ja selbst hingehen, aber Jacob lässt ihn rund um die Uhr bewachen. Danke, Kumpel.
Bald nicht mehr. Das hätten wir erledigt. Dann holen wir uns diesen Außenposten nochmal. Vielleicht wieder nicht hier runter. Wir sind kein robuster Neandertaler mehr. Wir sind jetzt doch verweichlichte, naja, Neuzeit-Menschen. Hey, Kumpel. Wenn du Geld ausgeben willst, ich verkaufe. Ja, nur leider nicht das, was ich will. Ja, das sehen wir doch ein bisschen mehr. Was ist denn aber hier? Ach je, so ein Kronentyp, VIP. Minis. Sie haben wir schon mitbekommen, oder? Sieht man natürlich sehr. Und da bin ich im Boden. Und Alarm. Wir schicken Hilfe! Haltet durch! Ja, geh rauf, hilf ihm, los! Hat jemand? Mist. Shit.
habe ich wenigstens gesehen. Da kommt er. Irgendwie noch von unten. Rechtzeitig, um den Part zu beenden. Mann, das war echt heftig. Wir brauchen dringend ein fetteres Sniper. Sonst gibt es nichts. Genau die Person, nach der ich gesucht habe.
Du kannst nirgendwo hinflüchten. Mit ihrem verdammten Schwachsinn. So, alles klar. Der Jäger hört sich jetzt was? Nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Ach hey, und da werden wir wieder gejagt. Aber nicht nur in diesem Part. Also Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.